So, macht 38,40, exakt. Haben Sie das jetzt? Noch nicht genug. Bitte? Darf ich offen sein? Ein sechstes Mal grenzt an Provokation. Ich darf dann einkassieren. Moment. Hallo. Verzeihung, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... Ein altes Lieblingsstück von mir, Erinnerungen. Ich wollte Sie nicht damit belästigen. Sie bezahlen in bar. Bar? Ja, natürlich. Ah, ich wollte noch was Kleines zum Dessert. Bedauere. Wir schließen. Aber der Herr da drüben... Der Herr da drüben hat Zeit. Er gehört dazu. Wozu? Zu was dazu? Zur Gesellschaft. Gesellschaft? Geschlossen. Eine geschlossene Gesellschaft. Die Gäste werden gleich hier sein. Was jetzt mal ehrlich, was ist... So leid es mir tut, der ganze Saal ist reserviert. Ab sofort. Garçon. Oh, ich bin gleich weg. Nur dieser Regen. Ich bestelle Ihnen ein Taxi. Nein, nein, nicht nötig. Der Regen wird bald nachlassen. Ich brauche bloß zu warten. Sie werden sich erkälten. Beim Warten. Schon passiert. Pardon, junger Mann. Ich nehme an, Sie weilen noch nicht sehr lange in dieser Gegend. Sonst wüssten Sie, dass es seit 6 Wochen hier regnet. Pausenlos. Ohne Unterbrechung. Es wird nicht aufhören. Bis diese geschlossene Gesellschaft eintrifft, hat es bestimmt aufgehört. Nicht? Kaffee? Kaffee? Ja. Gerne.
Vorsicht. Heiß. Hoppla. Da war was. Da man muss schon aufpassen. So, lassen Sie stehen. Stehen lassen. Lassen Sie ihn. Stehen lassen! Sie lassen mich jetzt durch. Es reicht. Das ist soll stehen lassen. Garçon, was soll das Theater? Kann doch passieren. Hören Sie, junger Mann, die Kaffeeflecken auf Ihrem Pullover, die sollten Sie unbedingt auswaschen. Auswaschen? Natürlich. Ja. Geschlossen! Nein, nicht! Beruhigen Sie sich. Junger Mann, ganz ruhig. Ganz Ihrer Meinung. Jawohl, Sie haben ein Recht auf Ihren Kaffee. Wo kämen wir da hin? Geradeaus, dann links. Beeilen Sie sich. Sagen Sie mal, ich frage mich wirklich, wer hier eigentlich den Verstand verloren hat. Der verwirrte junge Herr wird sich jetzt bestimmt beruhigen. Und was ist mit der Dame da draußen? Die lassen Sie wohl einfach im Regen stehen. Bestimmt nicht. Ich dachte, Sie sind am Gehen. Ich darf dann gleich einkassieren. Gesellschaft. Lui? Er? Er gehört auch zu dieser Gesellschaft? Nein, dieser Herr ist am Austrinken und ebenfalls am Gehen. Macht dann zusammen 41,50. Wenn Sie jetzt bezahlen wollen, ich habe wirklich noch anderes zu tun. Darf ich? 20, 40 plus 1. In der Küche. In der Küche. Zu tun. In der Küche. Ganz recht. Da gibt's für uns Kellner ja immer sehr viel zu tun. Incroyable, non? Es ist ja noch niemand hier. Sie wohnen nicht hier? Sind Sie in Ferien? Ist es möglich, dass wir uns schon einmal... Nein, La Côte. Hallo? Le Comte. Hallo? Madame Le Comte, bitte. Restaurant La Côte. Sind Sie taub? Ihr Taxi wird gleich hier sein, Madame. Nicht sehr personell, no? Man sagt hier nicht seinen Namen für Taxi? Le Comte. C'est pas compliqué, non? Anna Le Comte. Heiß! Pardon? Vorsicht! Nicht trinken, Babois! Mais qu'est-ce qui vous prend? Stehen lassen! Vous êtes cinglé, mais arrêtez! Geben Sie diesen Tee zurück und versetzen Sie sich an Ihren Tisch!
Pardon, Entschuldigung, Entschuldigung, pardon. Das, ich weiß nicht, ich, wissen Sie, das kennen Sie, das kennen Sie doch auch, dieses Gefühl von wenn man unsicher ist. Das, darauf kann man sich, glaube ich, verlassen. Ich glaube, man sollte, ich glaube, wir sollten unseren Gefühlen trauen. Also ich fühle mich, im Moment fühle ich mich nicht so, fühle ich mich nicht so sicher. Und ich glaube, es ist auch nicht so einfach, weil der Kach so wenig los wäre und draußen regnet es. Ich weiß nicht, also ich kenne sie nicht. Ich meine, es ist... Bitte. Ich habe kalt. Ich meine, unhygienisch. Oba! In der Küche. Da ist ein Rohr kaputt und da kommt die ganze Zeit so ein Nebel raus. Boah, und der Kaffee, mein Kaffee schmeckt... Madame, wie ist es im selben Boot? Ich meine, wie soll das Lokal wechseln? Wie soll gehen? Ich lade sie an, je vous invite. Pardon, Madame, aber ich kann da wirklich nicht mehr zusehen. Es ist wohl das Beste, Sie zeigen dem Herrn jetzt, dass Sie durchaus ohne fremde Hilfe Tee trinken können. Ich glaube, ich sei... Aber mein Herr... Wer behauptet sowas? Madame wird jetzt einfach einen Schluck nehmen. Und dann kehren Sie an Ihren Tisch zurück. Einverstanden. Du Tee? Na also, sehen Sie. Nehmen Sie noch einen Schluck, einen richtigen. Hören Sie, ich möchte hier keine Drohungen aussprechen. Setzen Sie sich. Madame, möchten Sie nicht lieber den Platz wechseln? Wenn Sie wollen... Tout va très bien. Laissez-moi. Ihr Taxi, Madame, beeilen Sie sich. Händler, für den Sauerstoff. Oxygen de la Grande Bourrine. Verdorben. La weiße Silla fix brennen. Das ist noch nicht alles. Écoute, ich fühle mich nicht mehr gut. Wir brauchen Beweise. Prüf. Ich möchte besser nichts wissen. Je besoin d'air. Warum schließen Sie nicht endlich auf? Himmel, Herrgott, was geht hier eigentlich vor? Was habe ich gesagt? Raus! Moment! Raus! Und keine Diskussion! Austrinken. Was? Erlauben Sie sich. Plutôt à nous de poser des questions. Vollkommen übergeschnappt. Und deine Finger weg. Und deine dreckigen Finger weg, du Elender. Pinner! Mais arrêtez! Seien Sie vernünftig, das ist doch lächerlich. Jetzt trinken Sie das Zeug aus, damit wir unsere Ruhe haben. Meister, Sie wollen, dass ich diesen verseuchten Kaffee austrinke? Trinken Sie ihn doch aus. Verseucht, ja? Was war das? Was war das? Der schwimmt was? Quoi? Der Ohrring! Sie lügen! Er hat ihn absichtlich in die Tasse fallen lassen! Elle va sa poche! Zeigen Sie ihn! Ich will jetzt endlich wissen! Jetzt lassen Sie verdammte Tasse los! Hunter! Was soll der denn tun?
Ihre dernieren Gäste, Maestro. Ich schließe auf. Was klotzt du? Mach auf! Darf ich? Ich sehe. Sie verstehen? Robert, irgendwas schon wieder nicht in Ordnung? Allerdings. Mit diesem Herrn. Aber wirklich dummes Versehen. Im Grunde gefährlich. Entschuldigung. Mon taxi, il s'est cassé. Entschuldigung, ich weiß selber nicht, wie das alles. Sie haben noch meinen Anhänger. Ja, pardon. Auf fait, wie heißen Sie? Oh, Jan. Jan Weiß. Einfach Jan. Jean. Und sind Sie immer so, Herr Jan? Manchmal, da verschwimmt mir alles und dann manchmal, da kann ich das nicht so kontrollieren. Ich meine, so hilfsbereit. Tout à l'heure, Sie wollten mich noch retten, nicht wahr? Einfach so. Die sind ganz praktisch für den Regen. Und Sie? Oh, ich habe noch viele davon. Ich verkaufe sie da beim Carparking, pour les touristes. Je vis de ça, par exemple. Alors, on les essaye? Je veux être la seule à te...